Jo, hallo, grüß euch, da ist wieder Steve, der Flusswanderer, heute wieder aus dem Outdoor-Studio und heute werden wir nochmal über das Thema Bootswegen sprechen. Und zwar habe ich letztes Jahr schon mal ein Video gemacht zum Eckler Foldi, das ist der Kandidat, den was da drüben seht, blende ich euch nochmal kurz ein und das Video baut jetzt da auf dem ein bisschen auf, deswegen schaut euch das vorher an. Ich werde nämlich auf ein paar Sachen eingehen, die was in dem Video damals vorkommen sind. Wie seht, haben wir da jetzt zwei Bootswegen. Zum einen den Eckler Foldi, den was ich die letzten Jahre verwendet habe, und dann nur den Eckler Beach Rolli, in dem ich da jetzt gerade drinnen sitze. Und ich habe jetzt beide Bootswegen in Verwendung gehabt. Den Foldi die letzten Jahre und den Beach Rolli jetzt seit einem Jahr circa. Und habe immer wieder Fragen gekriegt, welcher von diesen Wegen ist jetzt der gescheiteste. Und meine ganzen Tourenpartner verwenden auch alle einen von diesen zwei Wegen und deswegen werde ich jetzt da nochmal unsere Erfahrungen zu diesen Wegen ein bisschen schildern und nur ein wenig auf das Thema eingehen. Also der Eckler Foldi, den was da drüben seht, der hat im Vergleich zum Beach Rolli, in dem ich da jetzt gerade drinnen sitze, den Vorteil, dass man ein bisschen kleiner zusammenlegen kann. Also der hat drei so Schrauben, wo man den Wagen dann einfach so zusammenklappen kann und hinten schön am Boot verzurren kann. Das geht bei dem Wagen genauso. Da habe ich halt nur ein so eine Schrauben, kann ich nur einmal zusammenfalten. Deswegen ist der Wagen ein bisschen länger. Allerdings hat der Wagen wieder den Vorteil, wenn ich ihn zusammenfalte, ist er ein bisschen flacher, weil durch das, dass der eben so viele Gelenke hat, ist er natürlich ein bisschen hecher sonst hinten am Boot und macht ein wenig einen Buckel. Also der ist flacher und ist auch ideal, wenn ich jetzt dann noch Decklasten aufschneiden will, wenn ich hinten am Boot habe, dann habe ich da einfach eine schöne ebene Fläche. Also da gewinnt für mich eindeutig der Wagen, weil er einfach schön flach zum Zusammenlegen ist und nicht so einen Buckel macht wie der andere Wagen. Dann natürlich nur ein bisschen zu den Spezifikationen. Also der Wagen ist, so wie er da steht, jetzt von der Achsen bis aufgemessen zum Griff 88 cm hoch und der Wagen ist 100 cm hoch, also um 12 cm höher. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich, wenn ich ziehe, nicht so weit runtergreifen muss, also dass er angenehmer zum Ziehen ist. Also der Ingo zum Beispiel, der ist mit dem Wagen gar nicht zurechtgekommen, weil er gesagt hat, da muss er so runtergreifen. Es ist richtig unangenehm, kann er so nicht gescheit ziehen, da kann er nicht entspannt längere Strecken gehen. Und ich merke auch, ich bin jetzt zwar nicht so groß mit 1,83, aber trotzdem ist der Wagen viel bequemer zum Ziehen und ich brauche viel weniger Kraft, weil ich viel einen besseren Hebel habe und nicht so weit oben gelangen muss. Und vor allem, wenn ich dann Boote oben verzurrt habe, die was ein bisschen höher sind jetzt vom Bockmaß, also wo das Boot dann ein bisschen da noch über dem Griff drüber steht, dann habe ich bei dem Wagen auch das Problem, dass ich dann einfach ständig die Hand zwischen dem Boot und dem Griff einzwickt habe. Das habe ich bei dem Wagen auch nicht. Die Sitzflächen bzw. die Stühlflächen ist auch bei dem Wagen beim Beachrolli ein wenig tiefer, weil ich natürlich auch eine sitzen kann. Also da habe ich bei dem Wagen habe ich von der Achsen bis zu der Stange 35 cm und bei dem habe ich 52 cm. Das ist auch praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel größere Boote aufstellen will, dass die einfach besser stehen und nicht ständig runterfallen. Da muss ich es halt wirklich gut verzurren, sonst kippt man da die Last über nach vorne. Das muss ich bei dem Wagen nicht machen. Also da habe ich auch schon oft das Boot einfach im Zug transportiert, ohne dass ich es überhaupt befestigt habe, einfach nur aufgestellt, weil der so tief ist, dass das Boot dann eigentlich schön im Wagen hält, ohne dass ich das großartig verzurren muss. Dann ist natürlich der Wagen, wenn ich ihn jetzt zusammenklappe, dass ich ihn bei einer Umtragung verwende, auch ein bisschen höher als wie der Wagen. Also da habe ich bei dem Wagen eine Höhe von 54 cm und der ist 40 cm, also ein bisschen niedriger. Das kann natürlich ein Vorteil sein, weil der Schwerpunkt niedriger ist, dass man das Boot dann am Bootswagen nicht so leicht umkippt. Das ist aber ein Vorteil, dass der wegen höher ist, weil ich dann auch wieder nicht so weit runtergreifen muss und weil das Boot einfach bequemer zum Ziehen ist, wenn ich eine längere Umtragung habe. Also auch da ist mir jetzt die höhere Variante eindeutig lieber. Dann habe ich natürlich nur das Gewicht von den zwei Wegen. Also der Wagen wiegt ohne Radeln 3270 Gramm und der Wagen wiegt ohne Radeln 2780 Gramm. Also der Beachrolli ist, obwohl er größer ist, um 500 Gramm leichter, weil ich einfach diese Gelenke da nicht habe.
und diese mehreren Teile, die was einfach auch nur zusätzlich Gewicht haben, natürlich jetzt im Vergleich zu dem Wagen. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn ich den Wagen ziehe, ist steifer und da nudeln dann einfach diese Schrauben, mit denen man die Gelenke, da diese Plastikverbindungen, die was da so ineinander greifen, die nudeln irgendwann aus und dann ist der halt immer so ein bisschen schwammig zum Ziehen nach einem Zeil. Das Problem habe ich bei dem auch weniger, weil ich halt da nur eine so eine Verbindung habe und die ist auch anders gemacht als bei dem. Also das ist so eine Metallverbindung und nicht so ein Plastikelement wie da. Also der Wagen ist auch ein bisschen steifer. Ja. Ein weiterer Unterschied ist natürlich, dass da die Gurte, also diese Zugurte, mit denen ich die Lasten dann befestigt, schon fix am Wagen oben sind. Das habe ich da jetzt nicht, also da muss ich die Gurte extra mitnehmen, ist aber auch kein Problem im Normalfall. Und wenn ich möchte, dass die schon fix oben sind, dann kann ich einfach so Gurte nehmen und kann die da aufhinein. Also das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich mir ganz einfach machen. Vom Preis ist natürlich auch der Unterschied, der Wagen kostet, je nachdem, wo man kauft, so um die 180 Euro oder 150, habe ich auch schon gesehen. Der Wagen kostet zwischen 100 und 120 Euro, je nachdem, wo man kauft. Das ist auch günstiger und natürlich, wie ihr seht, kann ich mir einsitzen. Also ich kann den Wagen auch als Sessel verwenden, das kann ich bei dem Wagen auch nicht. Also für mich hat eigentlich der Eckler Foldy im Vergleich zum Beachrolli jetzt keinen wirklichen Vorteil. Er ist ein teurer. Also ich würde auf alle Fälle den Beachrolli nehmen, wenn ich mir jetzt einen neuen Wagen kaufe. Wenn ihr jetzt den schon habt, braucht ihr euch jetzt den nicht zulegen. Aber wenn ihr jetzt noch keinen Bootswagen habt, dann würde ich euch jetzt nicht mehr den empfehlen, sondern den Beachrolli, weil er leichter ist, er ist angenehmer zum Ziehen. Ich kann mich einsitzen, er ist ein bisschen tiefer, das heißt, ich kann die Lasten besser platzieren. Er lässt sich am Deck hinten vom Boot flacher verzuren. Also für mich hat er eigentlich nur Vorteile. Und es haben dann auch wirklich viele Leute in Verwendung, die was ich kenne. Also der Simon, der Riverwalker hat ihn, der Ingo hat ihn, der Stadtgecker hat ihn, der Geri hat ihn, der HW hat ihn. Also alle Leute, mit denen ich zu tun habe oder zu tun gehabt habe, haben den Wagen in Verwendung und haben auch teilweise den in Verwendung gehabt, wobei eigentlich alle Leute letztendlich der Wagen lieber war. Also an der Stelle eindeutige Empfehlung für den Wagen. Ja. Wie schon gesagt, müsst ihr euch einfach selber Gedanken machen, was euch da am Meeren anspricht. Das ist im Endeffekt eh schon alles, was ich jetzt zu den Wegen selber sagen kann. Und jetzt werde ich aber nur ein bisschen auf die Rahlen und auf die Befestigungen von den Rahlen eingehen. Weil das auch im letzten Video Thema war und da gibt es ein paar neue Erkenntnisse und die werde ich jetzt nur mitteilen. Nachdem wir die Wegen selber jetzt durchbesprochen haben, gehen wir nur mal auf das Thema Rahl und Rahlbefestigungen ein. Im letzten Video habe ich euch eh von diesen goldenen Klappsplinte erzählt, beziehungsweise habe ich euch die gezeigt und habe da auch ziemlich drüber geflucht, weil die meiner Meinung nach halt ein totaler Blödsinn sind. Das sind diese goldenen Ringe, die was da serienmäßig auf die Wegen oben sind und die gehen halt ständig verloren. Dann haben mich die Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass da auch noch diese Federsplinte oder Doppelfedersplinte gibt. Die schauen auch so aus, gibt es in verschiedenen Größen und die haben halt den Vorteil jetzt, im Vergleich zu diesen Klappsplinte, dass die halt viel besser halten und nicht so schnell verloren gehen. Also die kriegt es im Baumarkt. Das war jetzt nur die alternative Befestigungsmöglichkeit von den Rahlen. Ihr könnt natürlich auch diese Kabelbinder verwenden, die was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Die funktionieren auch relativ gut. Dann vielleicht noch zu den Rahlen selber. Ich habe bis jetzt eben immer diese normalen Luftrahlen oben gehabt. Die haben auch prinzipiell ganz gut funktioniert. Das Jahr waren wir aber in Mazedonien unterwegs, da haben wir irgendeine Umtragung gehabt von über 5 Kilometer auf einer ganz einer unwegsamen Schotterpiste. Und da haben wir dann das erste Mal einen Batschen drinnen gehabt und die Rahlen sind halt auf Tour deppert zum Flicken, weil die Felgen auch nur mit einem Imbusschlüssel runtergeht. Also brauche ich ein Werkzeug, dass ich die auseinanderbauen kann, dann brauche ich ein Flickzeug, brauche ich ein Luftpumpen, dass ich es wieder aufpumpen kann. Also es war ziemlich Dilemma. Wir haben dann den Reifen auseinandergebaut und haben halt dann alte Fetzen irgendwie aus dem Straßengraben reingestopft, dass halt der Mantel wieder ausgestopft ist, dass wir einfach weiter marschieren können. Und dann habe ich aber vor kurzem eine Mail gekriegt von einem Zuschauer, der geschrieben hat, ja,
Es gibt da also pannensichere Rahlen und das habe ich nämlich nicht gewusst, dass die pannensicheren Rahlen gar keine Luftrahlen sind. Ich habe mir immer gedacht, das ist einfach ein Luftrahl mit einem dicken Mantel, der was halt nicht so leicht durchlöchert werden kann, sondern diese pannensicheren Rahlen, das sind Vollkunststoffreifen. Und er hat gemeint, ja, die laufen super und rennen genauso gut wie die Luftrahlen und sind sogar leichter wie die Luftrahlen. Da habe ich mir gedacht, wow, das muss sofort her. Und habe Markus vom KKO E-Mail geschrieben, sage ich, du bestell zwei von diesen Rahlen, das muss ich ausprobieren. Er bestellt das, ich fahre hier, hole die Rahlen, würde es daheim auf dem Beachrolle aufmontieren, den was ich mir vor einem Dreivierteljahr gekauft habe, und komme dabei drauf, dass genau eben diese Rahlen, was ich mir da gekauft habe, diese pannensichern, schon auf dem Wagen oben waren. Also da dürfte irgendwie ein Fehler passiert sein, weil normalerweise sind die Luftrahlen oben, die pannensichern sind um ein paar Euro teurer. Und ich habe es aber nicht gemerkt. Also die schauen optisch genau gleich aus wie die Luftrahlen, auch vom Profil her und so. Und habe die halbes Jahr oder dreiviertel Jahr verwendet, ohne dass ich es gecheckt habe, dass das gar keine Luftrahlen sind. Ja. Ich habe mir es dann genauer angeschaut und es ist auch wirklich eigentlich nicht von den Luftrahlen zum Unterscheiden auf den ersten Blick. Schauen genau gleich aus, sind halt nur aus Kunststoff. Ja. Also das ist jetzt kein Luftrahl, sondern da ist jetzt eigentlich alles aus Kunststoff und da kannst du dann reinstechen mit Messer oder was weiß ich was. Also da kann dann nichts mehr passieren. Und jetzt tue ich das wieder weg. Ich finde diese Rahlen halt total geil, weil ich habe es dann abgewogen. Also diese billigen Baumarktrahlen, die was ich jetzt vorher gehabt habe, diese Luftrahlen, die wiegen wirklich exakt aufs Gramm genau das gleiche wie die Kunststoffrahlen, die Bahnen sichern, und es gibt beim Eckler nur Luftrahlen mit ein bisschen einem dickeren Mantel, mit mehr Profil, die sind dann sogar schwerer als die Bahnen sichern Rahlen. Also deswegen, wenn ihr so einen Wagen kauft, nehmt euch auf alle Fälle die Bahnen sicheren Rahlen, weil es gibt nichts Geschissenes, also wenn ihr jetzt wirklich eine längere Umtragung habt und dann geht euch da irgendwo die Luft aus in der Pampa, so wie es uns in Mazedonien passiert ist. Also gleich die Bahnen sichern kaufen, laufen super. Ich habe dann die, was ich mir umsonst gekauft habe, in Ingo geschenkt. Der ist auch total zufrieden damit, sagt, es läuft viel besser wie vorher, weil die Luftrahlen dann immer ein bisschen Luft verlieren. Die muss ich dann ständig nachpumpen, wenn der Wagen zu lang um und um steht. Also das steht wirklich total dafür. Ich habe dann im Markus vom KKO gleich gesagt, ja, jetzt Werbung. Hau gleich die Luftrahlen da aus dem Sortiment, also bestellt die diese Eckler wegen nur noch mit den Bahnensicheren ein, weil es kostet halt ein paar Euro mehr, also wurscht, dafür habe ich dann das Geschiss mit den Rahlen nimmer und habe kein Problem mehr, dass ich da irgendwo mal einen Brotschen drinnen habe. Also wenn ihr jetzt beim KKU so einen Wagen kauft, dann solltet ihr auf alle Fälle nur mehr die Bahnensicheren kriegen. Muss ich natürlich auch wieder ein bisschen Werbung machen, also falls ihr jetzt einen von diesen Wegen kaufen wollt, verlinke ich euch eh wieder unten in der Videobeschreibung. Das wird jetzt ausdrückliches Werbung für meinen Hausladen. Da könnt ihr es natürlich wieder mit Steve Rabatt ordern, das ganze Zeug. Also auch wenn ihr nur die Rahlen braucht, schreibt einfach eine Mail, bahnensichere Rahlen, die können euch das alles organisieren. Ja, das waren im Endeffekt eh schon wieder die Erkenntnisse zu den Bootswegen. Also ich bin jetzt auf den Eckler Beachrolle umgestiegen mit diesen pannensicheren Kunststoffrahlen. Die Luftrahlen kommen mir sicher nicht mehr ins Haus. Und den Eckler Foldi werde ich jetzt auch in Pension schicken, weil seitdem ich den Beachrolle habe, habe ich nur mehr den in Verwendung und der andere verstaubt bei mir im Keller. Ja, ich hoffe, es war wieder informativ für euch und ihr habt ein bisschen wieder neue Infos mitnehmen können. Diese Wegen sind ja wirklich wichtig, wenn ich jetzt Kanu wandern tue, so wie ich mache, dass ich halt das Zeug im öffentlichen Verkehr transportiere. Also ich habe die jedes Jahr wirklich viel Kilometer im Einsatz und ohne die könnte man das jetzt nicht so machen, wie ich das Ganze durchführe. Wenn es das Zeug alles auf dem Rücken schleppen müsst, dann geht das gar nicht, dass ich das ganze Zeug öffentlich transportiere. Damit schließe ich das Thema wieder ab und wir sehen uns an der Stelle bald wieder mit einem anderen Video. Macht es gut. Ciao.